So, da sind wir wieder. Und jetzt geht's wieder hier hoch. So. So. Den da ausschalten. Den mag nämlich keiner. Mit seinen Flammen. So, hier haben wir wieder ein Ort. Und ich kann keine Dreiecke. Das war eine Kiste. Und ein Dreieck zeichnen. So. Mist. Hier hoch nämlich. Und jetzt könnte ich theoretisch das Ding da in die Luft jagen. Achtung. Explodierst du? Ja, es explodiert. Mal kurz hier reingucken. Oh, ich habe... Habe ich ein Geheimnis übersehen? Das würde mich jetzt aber stinken. Oder kommt das jetzt vielleicht gleich noch? Ich hoffe, es kommt noch. Aber ja, hier ist noch ein Save Point. Also dürfte da noch was kommen. Das hat ihn da getroffen. Aua, und das hat mich dann getroffen. Das ist lustig. Ja, wir spielen hier Hau den Lukas. Aber hier einfach draufschlagen bringt wohl nichts. Die respawnen da jetzt aber ziemlich schnell. Wieder umschalten auf ihn. Schild hochheben wäre auch eine tolle Idee gewesen. Aber wollte er ja nicht. Da unten ist noch eine Truhe, die sehe ich doch von hier aus. Da muss ich dann mit dem Aufzug hinkommen. Da muss ich nur aufpassen. Und die Truhe öffnen. Amulett des Wächters. Was machst du denn? Erhöht maximale Energie. Verbindet sich mit anderen Energiezaubern. Was auch immer. Das ist jedenfalls sehr praktisch für... alles Absicht. Eigentlich nicht, aber egal. Wir haben, glaube ich, sogar... Nein, drei Fionen fehlen uns hier noch. Aber das ist nicht so wild. Ich bin ja nicht wirklich auf Fiolenjagd. Ich will aber wenigstens die Gegenstände... Und da sind wir auch schon durch Limin. Als unsere Helden gen Westen schauten, konnten sie die Dunkelheit erkennen. Wo nichts zuvor war, stand nun ein dunkler, schwarzer Turm, sogar vor dem Abendhimmel erkennbar. Ein Turm des Bösen. Unsere Helden verstanden, was zu tun war. Der einzige Weg, das Land des Verderbens zu eliminieren und den schwarzen Turm zu zerstören, war, den Trine und die anderen Artefakte zusammenzubringen. Für die Kraft des Gelingens mussten allerdings die Herzen unserer Helden rein sein. Trotz der allgegenwärtigen Präsenz der Gefahr konnten unsere Helden nicht anders, als die Schönheit des Ortes zu bewundern. Wie konnte etwas so Schönes so nahe neben dem Turm des Bösen Bestand haben? Sie waren verlassen und niemand da, der sie willkommen hieß. Ja, ich denke, hier hat man in der deutschen Übersetzung einen Fehler gemacht, weil ich glaube, der Trine sind alle drei Artefakte zusammen und nicht nur das erste, was wir in der Akademie gefunden haben. Aber ja, hier ist auf einmal ein Turm aufgetaucht. Und nun müssen wir durch das Brightside-Dorf zu diesem Turm kommen. Dann wollen wir mal loslegen. Ein Ort! Wir müssen die Leute retten! Da sind keine mehr. Da ist nichts mehr zu retten. Rette den Ort oder zermalme Knochen. Es ist egal. Lass mich zuerst gehen. Okay, hier sind wir im Bleizeitdorf. Einem verlassenen Dorf, das wieder sehr schön aussieht. Und voll mit Skeletten ist. Hallo, Jungs. Ja. Der Bogenschütze da drüben musste sterben. Wie sie teilweise humpeln. Ist lustig mit anzusehen. Aua. Ja. Nein.
Mist. Dreimal dieselbe Stacheln springen und Fledermäuse. Fledermäuse und ein Skelett. Dass die Fledermäuse so viel Schaden machen müssen. Die sind echt der unfairste Gegner in dem Spiel. Wey, da ist ja gleich schon ein Secret. Da muss ich mich gut rüber schwingen, um das zu kriegen. Was? Wolfgangs Musiktruhe? Blauer Meisterstein. Also kann ich jetzt mit ihm 6 Kisten machen. So. Geht das? Oh, können wir das hochheben? Ja, können wir. Und über uns drüber werfen. Das sind aber viele Skelette diesmal. Komm. Ja, ich schlag euch alle weg. Oh, wie sie fliegen. So, dich nehme ich mit, falls ich dich nochmal brauche gleich. Hier zum Beispiel. Kann ich dich da hochwerfen? Nein, kann ich nicht. Oh, nicht zermatscht werden. Dann muss das mal wieder der Magier übernehmen. Hier das Gewicht nämlich draufstellen, wollte ich sagen. Aber so einfach wird uns das ja nicht gemacht. Jetzt erst. Natürlich, weil wir da nicht mehr durchkommen, wenn wir es so machen würden. Du sollst da nicht runterfallen, du sollst da oben bleiben. Etwas in die Richtung, bitte. So. Ledermäuse. Und dem ist der tote Fledermaus auf den Kopf gefallen und der ist dadurch gestorben. Das gibt's doch jetzt nicht echt, oder? Jetzt will ich da bitte hoch. Geht's wohl nicht so leicht. Muss ich erst eine Kiste zeichnen. So. Weil wie ich es mir dachte, hier oben ist noch eine Fiole. Und da drüben könnte auch noch irgendwas sein. Deswegen Magier. Wir haben ja jetzt diesen Zauber. Aber nö, da drüben ist nichts. Da müssen wir jetzt wohl hier runter. Ich höre ein Skelett uns beschießen. Ach, da hinten. Hinterhältiges Biest. So, den weg. Den auch weg. Den spawnen den hinter uns weg. Kommt doch einer? Nö, scheint nicht der Fall zu sein. So, das hier ist auch einfach. Einfach hier eine Kiste drauf. Dann können wir nämlich hier hoch. Und hier drüben hochspringen. Und schnell Feuer gegen die Fledermäuse. Und das hier ist mies. Aua.
Und ich höre mal wieder so ein. Der aber nichts gegen meinen Hammer ausrichten kann. Okay, Checkpoint ist gut. An die kommen wir von der anderen Seite, denke ich mal. Hier brauchen wir wieder die Diebin am besten. Na, das war falsch festgehalten. So nämlich. Umschalten auf gutes Schwert und die Federweise wegfliegen. Das kann doch nicht sein. So. Den hier töten, bevor er zum Besuch kommt. Solchen Besuch mag ich nicht. So. Nein, ich will nicht da runter. Ich will da rein. Genau, danke. So. Und ich würde gerne an die Lebensfiole da oben rankommen. So. Und da kommt vielleicht noch einer. Sonst noch jemand? Na, du da drüben. Und dann auch noch Fledermäuse. Eine jedenfalls. Und der da. Stefan könnte so hoch springen. Und ja, ist direkt in beiden Pfeilhagel rein. Patch, patch. So. Hier ist mal wieder der Magier gefragt, nämlich mit Kisten hantieren. Hier durch und da festmachen. So, das dürfte reichen. Dann wieder hier. Naja, machen wir es von der anderen Seite. Ah, das war gemein. Ja. Ja, geht weg. So, da hoch noch. Die beiden Fiolen einsammeln. Das Dorf sieht wirklich sehr idyllisch und schön aus. Aber ist halt verlassen und voller Skelette. Und hier geht's runter. Können wir uns hier rüber transportieren lassen zur zweiten Truhe. Die habe ich ja schon da gesehen. Stein der Wiederkehr. Was ist das denn? Lässt den Charakter nach seinem Tod wieder auferstehen. Kann nur einmal pro Spielebene für den Träger selbst eingesetzt werden. Kann den Träger des Gegenstandes einmal pro Spielebene neu auferstehen lassen. Also wenn sie einmal stirbt, kommt sie neu zurück. Oh, ist nicht schlecht. Da sie meistens als erste stirbt. Okay. Ich würde aber mal sagen, bevor wir jetzt hier noch weitergehen in diesem sumpfigen Gebiet hier, mache ich erstmal wieder einen Cut. Also bis gleich.